ご主人様、いつまで落ち込んでるの？もじゃもじゃ頭が犯人だったのがショックなのはわかるけどさ、ご主人様と俺様ちゃんとで解決できたんだし、少しは。Es geht ja nicht mal darum. Also für mich ist es eher so, wir haben einen Freund verloren. Und das ist das, was mir dem so schwer im Magen liegt. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise in seinen Notizen oder sowas. Du lässt die Flachbrüstige zurück. Kurumi-chan. Ist schon gut, Shinigami. Kurumi-chan, konna jikan ni hitori de daishoubu nano? ヤコー所長のこと聞いたよ。ねえ、ユーマくん。私たち何か間違えちゃったのかな？私たちが秘密の研究所のことを調べていなければ、ヤコー所長は今でも生きていたのかな？どうかな？正しくても間違いでも。 いつかこうなっていたような気がするよ。私はユウマくんが無事に戻ってきてくれて、それだけでも良かったと思ってるよ。ありがとう。実はね、ユウマくんが研究所に行っている間、少しヤコー所長の過去を調べていたの。え？そうだったの？こんな個人的な興味でね。ほら。 船の中でこんな話をしたの覚えてる？俺にとってこの街は人生そのものだ。苦い過去も楽しい思い出もすべてここにある。俺はただこの手で抱えていられるだけの幸せを守りたかっただけだ。でもそう簡単にはいかなかった。 俺一人の力じゃどうにもならないことばかりだった。結果、俺は何もかも失っちまった。お前たちが来てくれるまで俺は本当に空っぽだったよ。結論から言うとね、所長は4年前に奥さんを亡くしてる。奥さんはアマテラス研究所の研究員だったんだって。 所長の奥さんがアマテラス社の研究員？しかも奥さんの死は表向きには研究中の事故死ってことになってるけど、やっぱり何か裏があったみたい。当時研究所の主任研究員に技術流出の疑いがかけられていたらしいの。その主任を告発したのが所長の奥さん。彼女の証言次第では、 主任は追放されるかもしれないな。サモン委員会の前日、彼女は実験中の爆発事故に巻き込まれて、うん、当然夜行所長も疑ったんだろうね。最近まで独自に調査を進めていたみたい。結局答えが出たのかどうかはわからないけど。 じゃあ、所長が守りたかったものって、失ってしまったものって。ちなみに奥さんが告発しようとしてた当時の主任研究員の名前なんだけど、ウエスカって言うんだって。ウエスカ。
Natürlich. Ja. Na gut. Hätte er sich mal an seine eigenen Worte gehalten, was sich von denen leiten lassen. Ich kenne die Frau nicht, aber ich kenne den Chef. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das gewollt hätte. Der Egoist. Das ist ein verdammter Egoist. この町に隠された真実は必ず暴いてみせます。これ、兄ちゃんが開発した料理なんだって?こんなうめえもん初めて食べたよ。ありがとうございます。 自分はこれと言って特技のない男ですけど。料理は得意でして。 Immerhin scheint er uns ja zu kennen. Ich muss dann auch was essen gehen. Ich habe heute noch nichts gehabt. よし。じゃあ何を作ろうかな。ユウマ君に元気出してもらわなきゃ。 Ah, Vivi. Ja, das ist sie. Hi. Aber auf die schlimmstmögliche Weise. Wer kann schon sagen, ob das richtig oder falsch war? Ja, das ist doch ein schöner Satz. Was ist das? Okay. Weil ich glaube nicht, dass eben der Chef mit dem Yomi zusammengearbeitet hätte, wenn er gewusst hätte, wer das ist. Ich finde schön, wenn er den Brief da mitten in den Regen hält, dass auch alles schön nass wird.
これを読んだ所長はどう思っただろうね。ウエスク博士に対して復讐心をたぎらせたのは想像に難くない。ちなみにこの手紙が届いたのは私たちがちょうど金井区に派遣されてすぐ後だよ。つまりこうして所長の手には動機と道具が揃ってしまったというわけだね。この手紙がきっかけだったんでしょうか。 私はこの手紙をこっそり読んでいる所長の姿を幽体になって何度も見かけている。その時は彼が何の手紙を読んでいるかまでは分からなかったけど、所長の頭の片隅からこの手紙のことが離れることはなかっただろうね。それはそれでも彼は離れないと。 この手紙と一緒に送られてきたのかもしれない。だとしたら完全に仕組まれてんじゃん。ディサクラネ・ウンゾナイター。ja、das glaube ich auch。Es ist ihm sicher nicht leicht gefallen。それは私が。ich glaube du hast recht。Er war kein schlechter Mensch。Fehlgeleitet worden。でも Und vielleicht hat er gehofft, dass er mit uns einen neuen Weg einschlagen kann, aber es hat ihn nicht losgelassen. Deswegen, wenn er mit uns geredet hätte, vielleicht. Oh ja, auf jeden Fall. Vivi kann sich einfach nicht so gut ausdrücken. ところでさ、ユーマ君、ヨミーが黒幕として事件の裏で暗躍していたのは間違いないだろうけど、実はもう一人気になってる人物がいるんだよね。んー、ですよ。いや、わかっています。彼が今日僕を研究所に連れ込んだのは偶然だったんでしょうか。いや、それとも電話。 Ich wollte gerade fragen, ob die Nummer 1 sich wieder bei uns meldet, jetzt nachdem der tot ist, aber. Hätte Fahrradkette, es ist wie es ist, ja. Es hat keinen Sinn. Ich höre euch. Okay. Egal. Ja, wir haben ja jetzt nicht vor aufzuhören. Aber wir sind trotzdem traurig. Jetzt ist er so, ist er Detektiv, findet's raus. Ist doch nicht meine Aufgabe. Hey, wir können jetzt im Bett schlafen. Der Chef ist nicht mehr da, wir können jetzt sein Bett benutzen. Wir müssen nicht mehr auf der Couch schlafen. Ach so, eine Entführung. Was? 世界各地から大量の人間が拉致され
Das hört sich irgendwie nicht so dramatisch an. Ich meine, es ist nicht schön, aber... Sind die Leute alle tot, oder? Das Sperrgebiet? Emotionen stören nur die Aufdeckung der Wahrheit, richtig? Ich bin mir sicher, Yuma geht es im Moment genauso. Kann noch was anderes sein? Nö, okay. Nichts da. Hier? Irgendwas? Nix. Desuiko? Wo könnten sie in dieser Stadt Menschen versammeln? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Ideen, welcher Ort das sein könnte, Bruder? Naja, das Sperrgebiet fällt mir auf die Schnelle ein. Wenn die World Detective Organization Unterstützung geschickt hätte, wäre der Chef vielleicht nicht gestorben. Glaubt Nummer 1, dass sogar diese Art von Emotion abgelegt werden sollte? Ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht so an diesen Emotionsblödsinn, dass du es ablegen musst, um der Beste zu sein. Ich finde, Emotionen können einen sogar weiterbringen. Aber manchmal musst du halt über deine Emotionen stehen, wie wir es auch getan haben. Und unseren Freund, unseren Kollegen, unseren Chef zu beschuldigen, mit Beweisen überhäufen, dass er es getan hat. Also. Das Finale scheint sich anzubahnen. Offenbar müssen wir eine Leichenbeseitigungsanlage. Aha. Das ist aber merkwürdig. Wozu? Wozu musst du sowas als... Ja. Nee, wir wissen ja von diesen Homunkuli-Dingen vielleicht. Das macht keinen Sinn, Fuki. Stell dir vor, dass wir wirklich so und wir finden das raus und so. That's it! Ob der CEO was davon weiß? Naja. Etwas Unheimliches. Von der Dauerregen? Ja, aber erst nachdem wir mit allen anderen geredet haben. Okay. Was ist los in dieser Stadt? Hören wir zuerst Vivia an. Wir werden noch Zeit haben, die Dinge herauszufinden, sobald wir alle Details kennen. Jo. Gewöhnt mit dir reden. Danke. Danke. Oder? Wenn die Leichen nicht begraben werden, werden sie vielleicht als Opfer verwendet, um Götter wiederzubeleben? Nein, ich denke nicht, dass das der Fall ist. Ah, kritisches Denken, hä? Aber was hat eine Leichenverarbeitungsanlage mit dem Entführungsfall zu tun? Ich habe absolut keine Ahnung.
reden wir auf jeden Fall mit Vivia. Wir könnten ein paar Hinweise in die Finger bekommen. Vivi, was hast du denn? この町で起きていることと関係しているかは分からないけど秘密の研究所を探るために幽体離脱していた時、街で何度か妙な話を聞いたんだ。金区の住民の間で禁区となっている話らしくて、決してよそ者の前では話してはならないんだって。禁区？ この人じゃないと聞き出せない話だね。まさか金庫を探偵の前で話したりしない。 Yeah, schon. で、どんな話なんだよ。空白の1週間事件。 Was? 空白の Das Geheimnis der weißen Woche schneit's da? 残念ながら今わかるのはその言葉とそれが金庫で禁区になっているってことだけだ。 Es ist nicht die Golden Week, es ist die White Week. Als nächstes gibt es die Black Week und dann die Rainbow Week, damit auch alle teilnehmen können. Die White Week? Number-1との電話会議が終わったら聞いてみるかな。 Aber das ist komisch, oder? Wenn das ein Geheimnis ist, das keiner hier im ganzen Bezirk weitererzählen darf. Als ob sich da die Leute dran halten würden. Wobei, mit Angst, wenn sie Angst haben, dass sie getötet werden, sowas vielleicht, ja. Aber trotzdem, irgendwie, du wirst es doch nie schaffen, jeden unter... zu unterdrücken, dass da dieses Geheimnis oder sowas nicht weitererzählt wird. Und vor allem, dass sie... Ich hoffe nicht, dass irgendwas passiert, wenn sie sagen, dass ihr Kopf, der Kopf explodiert oder sowas, dass der Kurumi nichts passiert. Wenn sie das Geheimnis ausplaudert. Ich schlage auf den Tisch!目指すのはもちろん完璧な解決だ。私がこの事件に関係した以上は必ずやこの事件を完璧な解決へと導いてみせる。残り高き探偵たちよ、相当せよ。この世のすべての謎。 Was zum Teufel? Ich wollte fragen, kommt er jetzt zu uns? Hallo? Hallo? Tü, tü. Mann, an der Leitung. Kommt aber nichts mehr. Oh mein Gott. Ein Turm oben brennt. Ich weiß schon, wo es dagegen geflogen ist. Gott, dieses Spiel hat alles. Wieso? Kannst du rein theoretisch die Zeit zurückdrehen? Und... brennt meine Hose? Was ist das denn? Was? Schlafgas? Ja, wenn sie Zeit zurückdrehen könnte, dann könnten wir den Number One warnen. So eine Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Ist das... Oh nein, jetzt verliert sie auch das Bewusstsein. Ich meine, eh logisch, weil wir als... Aber... Mann, Makoto, come on, man! Warum sind ihr alle gegen uns? Ende. Ja, ich bin am Ende.
aber immer noch S. Erstes Mal S. I'm so pissed! Ich bin so wütend. Ich bin so enttäuscht. Ich habe so viele Fragen und ich... Wieso können wir nicht alle Freunde sein? Ha ja, wunderbar. Wir wurden schon wieder verarscht. Von einem Freund? Oder zumindest haben wir gedacht, dass er ein Freund ist. Oder sie. Ich weiß es ja nicht. Könnte ja auch eine Frau sein dahinter. Wohin denn? Du siehst doch überhaupt nichts hier. Ist ja finster. Was ist denn das? Ich habe mir noch nicht mal umgeschaut. Ich sehe nur eine Wand. Oder eine Tür. Eine Schiebetür. Ich kann sie... Ah! Na schau. Ich sehe ja überhaupt nichts hier drüben. Was ist das denn? Was? Hallo? Geh rüber, verwüstetes Zimmer. Es ist ein echtes Chaos da hinten. Ich glaube nicht, dass wir weiterkommen können, egal wie sehr wir uns bemühen. Da müssen wir doch jetzt nicht lang, oder? Mal sehen, was wir sonst noch finden können. Ja, du hast recht. Also, wir sind gerade durch diese Schiebetür gegangen, die überhaupt nicht zu sehen ist, wahrscheinlich. Eine Tür? Da drüben ist ein Mensch in dem Zimmer. Oh, da ist die Dingens. Okay, dann schauen wir uns die Tür zuerst an. Die Wendy, die Kurumi. Diese Tür scheint nicht verschlossen zu sein, aber der Knauf ist kaputt. Also kommen wir nicht durch. Ich schätze, das ist keine andere Wahl, als sie einzutreten. Wenn uns die Ideen ausgehen, ist das vielleicht der einzige Weg. Aber fürs Erste sehen wir uns woanders um. Also kann ich zuerst hier rüber? Nein, er geht automatisch hin. Okay, weil da sehe ich eine Erinnerung. Ich kann dir fast so deinen Rock gucken. Nein! Also, siehst du... Okay, gut. Ich weiß es ja nicht. Ich bin nicht im Spiel. Okay. Das versuchen wir gerade rauszufinden. Aber ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ich hoffe doch sehr, dass es den... Ja, das ist doch Sama Game Dorf. Was ist denn das hier? Alles so verlassen. Also. Das könnte doch... Das könnte das Sperrgebiet sein, oder? Aber warum? Wieso hätte uns der Makoto dieses Schlafgas gegeben? Dann schlafen wir da ein und dann bringen sie uns in das Sperrgebiet? Oder hat er das gemacht, weil er so war, ich helfe euch damit, aber er ist sehr ungeschickt darin, oder... Ich weiß nicht, ob er ein böser Mensch ist oder ein guter Mensch, der einfach irgendwelche sozialen Kompetenzprobleme hat. Jawohl. Es war eigentlich eine ziemlich witzige Cutscene. Also, weil der Typ aufgestanden ist, war so, Hallo! Und auf einmal, und ich habe mich noch gewundert. Ich war so, wieso kriegen wir jetzt dafür so eine extra Animation der Bewegung von ihm? Sehr interessant. Tot. Alle gestorben.
Nein, wahrscheinlich geht es ihnen gut. Ich meine, unsere Detektivfreunde haben schon viel Schlimmeres überlebt. Weil das U-Boot haben wir auch nur von dem Makoto wiederbekommen. Und es kann ja gut sein. Warum fliegt denn da Zeug in der Luft herum links? Es kann ja gut sein, dass da irgendwelche Überwachungskameras und keine Ahnung was waren. Deswegen das gut getimed war, das Gas. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß ja auch nicht. Und dann war ich weg. Kapitel 5. Na gut, dann stehe ich halt auf und gehe.